Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Willkommen zur 6. Folge vom Arc Hardcore Schosch. Oder Yeet. Whatever. In der letzten Folge haben wir ja ein paar Artefakte zusammengesammelt. Und zwar eigentlich die einfachsten. Da es jetzt daran ging, die schwereren Artefakte zu bekommen, war es wichtig, sich auf diese Caves vorzubereiten. Und in diese Vorbereitung gehen wir rein. Viel Spaß. Ich glaube, dass diesmal problemloser geht. Der rote ist der Female. Oh, die haben Mate Boost. Scheiße. Ich mach den Female weg. Natürlich bist du wieder ein Bergsteiger, ne? Ja, komm! Wie schlau ist er denn? Ja, und eine leichte Linkskurve gezogen plötzlich, weil ich nach rechts prediktet habe. Auch nicht schlecht. Oha, what the f... Achterbahn, Alter. Och nein. Möchte noch eine Waffe reload-buggen? Dankeschön. Gerade die Grappling Hook Reload Bug gehabt und die Dingens, die Long Neck. Ah, geht doch. Gute Nacht, dumme Sau. Breeden und auf Imprint gehen. Das ist das, was ich will. Also, was heißt Breeden? Großartig. Ich will halt einfach nur. Kann ich den als. Kann ich mich hier hinstellen? So. Okay. Ich bin's. Okay. Bezwinger des fliegenden Rexes. Au. So, Kollege, was hast du für Stats? Wieder Müll. Naja. Rein mit dir. Gut, bringen wir die Sau eben noch nach Hause. Ja, moin. Alpha Megalodon. Was soll auch sonst hier rumeiern? Gut. Ich sag mal, damit wäre ich schon am Ass gewesen, ne? Der hätte mich hier wahrscheinlich zerrupft, die Sau. Rein in die Höhle. Ich brauche... Warum glitscht das Sarko so weird rum? Brauche ich noch Öl? Ich tippe mal auf ja. Aber ich habe nicht wirklich Weight, um was mitzunehmen. Das ist doof. Deswegen nehme ich Perlen mit. Sarkowslowski. Du geile Sau. So, Electronics. So. Dann nochmal ein bisschen Benzin herstellen. Habe ich hier noch Leder drin? Nee, aber Benzin. Toll. Öl meine ich. So, rein damit. Bums, bums, bums. Ey, aber jetzt mal ohne Scheiß, ne? Ich bin schon ein bisschen von mir selbst beeindruckt, dass ich immer noch lebe. Man muss aber auch dabei sagen, ich spiele aber auch echt vorsichtig. Also für meine Verhältnisse spiele ich wirklich, wirklich vorsichtig. Ich könnte das übrigens platzsparender bauen, aber ich will es hübscher haben. Halbwegs hübscher. Halbwegs hübsch. So. Schauen wir mal. Zack, 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 zack. Ob das passt. Uah. Ja, wunderbar. Brüten. 10 Minuten. Blüppt. Wunderschön. Wunderschön. Guckt euch das an, was der Solo-Gamer hier schon geschafft hat. Ist das nicht geil? Ein Traum von einer Base. Quasi. Könnte man sagen. Oh, das sind ja die Rexe schon. Na, ihr Feinis. Toll. Haben wir sogar alle decent Level. Ah, bis auf einen. Zwillinge gekriegt? Ne, ne? 4 Eier, 4 Rexe. So, vielleicht haben wir einen dabei, der sogar halbwegs useful ist. Kommt mal mit, ihr Schweine. So, gönn mal ein bisschen Meat. Für die Babes. Lauft Rexe, das ist eine Falle. Nein, ist es nicht. Ich bin ein guter Daddy. So, du bist Müll. Benennen. Also gut sind die alle nicht, ne? Nur fürs Protokoll. Aber. Wait! Hä? Wo hat er denn seine Stats her? 8k Leben und 308 Milli? Das ist eigentlich nice. Der ist auch Level 225 geworden, ne? So, was mit dir? Der hat noch ein bisschen mehr Milli, aber der hat schlechteren HP-Wert. Und der hat nur HP-Wert. Und der Rest ist Kacke. Ja, okay. Ey, dann habe ich bei einem actually reingelackt. Der Ausgang war ja schon nicht geil. Aber ich muss sagen, der eine, der Male, ist actually gut. Hat nicht den besten Milli-Wert, aber das sind nur 6% weniger. Das heißt, es vielleicht, das ist maximal, das sind maximal 2 Level. Dafür hat er guten Stamina, guten HP und guten Weight. Allergiker wissen das. Oder Leute, die mit Pollen Probleme haben, wissen das. Regel Nummer 1,
Lass die Finger aus den Augen. Sonst bist du einfach am Arsch. Weil manchmal hält man es einfach nicht aus und dann reibt man sich in den Augen und es wird immer schlimmer. Dann bummst du dir halt die Augen auch komplett weg mit, weil du dir halt diese scheiß Pollen in den Augen verreibst und hin und her. Der Typ hat das halt mitbekommen, weil ich am Niesen war und der kam dann an, ey, von wegen, hier ist alles gut bei dir und so weiter. Er hat gefragt, was ist denn los? Hast du was? Soll ich mir das mal angucken oder sowas? Da habe ich halt gesagt, so von wegen, nee, ist halt nur Allergiescheiße hier, ne, bin allergisch gegen Pollen und so weiter und so fort. Und dann meint er einfach zu mir, jo, ja, das geht nicht fit, warte. Und ist dann zu meinem Chef gegangen, meint so, kann ich den kurz mitnehmen? Dann fahren wir kurz zum Kollegen von mir in die Praxis, der ist Allergologe oder so ein Schosch. Und dann kann er dem mit Sicherheit eben was geben, dass es dem besser geht. Und dann ist er halt einfach mit mir kurz zu seinem Kollegen hingefahren, der halt einfach so ein anderer Arzt war, der auf Allergien spezialisiert war. Und der, wir sind auch gar nicht irgendwie hingesetzt oder so. Der ist einfach mit mir hinten bei dem reingegangen, ne, direkt im Warteraum. Und hier so, ey Bruder, was geht? Ne, einen auf Arztkollegen-Shake gemacht oder sowas. Hat gesagt, ey, guck mal, guck dir das mal an bei dem gerade. Kannst du dem da irgendwas helfen oder so? Und der meinte dann so, ja, von wegen, entweder ich verschreibe dir was. Kann dir aber auch, wenn du das möchtest, kann ich dir hier noch eben so eine Spritze reindrücken. Die wird dann wahrscheinlich direkt helfen, ne, beziehungsweise innerhalb von 20 Minuten. Und im besten Fall hast du den Rest des Monats dann auch Ruhe. Ist so, alles klar, ne, eine Spritze rein damit und dann easy. Man könnte jetzt natürlich denken, hat er nur gemacht, damit ich weiter arbeite und ihn nicht abfacke mit meinem Genieße. Aber ich glaube, es war schon echt übel nett. Also, das, ich glaube so, ich hab's mir gemerkt. Ehrenarzt, ja, sowieso, komplett. Zur Thematik, so von wegen, ne? Um das noch ein bisschen dazu zu dichten zu Leuten oder warum Menschen irgendwie was Besseres sind, weil sie was anderes gelernt haben als andere oder sowas. Das kommt im Prinzip immer nur drauf an, ob der Mensch ein Arschloch ist und nicht, ob er studiert hat oder whatever. Von daher, das war schon ziemlich cool. Hallo? Hallo? So, Achtung, nicht erschrecken. Babyface. Na? Der Kollege hier, ne? Hat einfach ungelevelt 10.000 Leben und fast 400 Mili. Was ist denn mit ihm passiert? Holy shit. Also mit dem ist Ice Cave kein Problem, sag ich mal. Ich muss muss den Rex vorher leveln. Ich würde sagen, das machen wir auf Carnivore. Weil geil. So, komm her, du Schwein. Du bist groß und du bist Rex. Aber ich bin imprintet und bin Rex. Was willst du tun? Ja, ja, du machst gar nichts, Junge. Ein Step zurück, ein Step nach vorne und beißen. Bam, weg bist du. Okay, noch 3 Level für den Rex. Bam, 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 bam. 630% Midi, Level 280. Du bist einer. Du bist ein Feini, bist du. Jetzt heilen wir die Sau noch einmal hoch. Und dann geht's in die Ice Cave. Hier rein mit der Sau. Wird hier geparkt. Achtung, jetzt steigt die Spannung ins Unermessliche. Es ist kaum auszuhalten, wie spannend das jetzt wird. Ja. Jeet. Ja. Hello. Na? Es geht ab. Oh, Alter. Ja, verpisst euch, alle. Aushalten, Mann, lächerlich. 245er Yeti. Hier hinten ist auf jeden Fall. Wow! Mein Herz. Und genau deswegen bin ich auf einem Rex hier drin. Glaube nicht. Was ist mit denen? Er ist halt so der Oberfisch. Stellt euch alle in einer Reihe auf. Okay. Die stehen alle hier am Rand, ey. Da ist ein Pullover und ein Affe. Die beide. Alter. Das darf halt nicht passieren, ne? Vor allem bei den Affen nicht. Mit ihrem scheiß Attack Speed und mit ihrem Knockback. Wenn der unter mich kommt, dann kann das echt ein Problem werden. Alter, das sind ja alles Pullovias. Ach du Scheiße. Oh oh. Hinter mir ist zu. Das könnte. Wird das ein F? Stirbt. Oh, das Wasser, das carried. Das Wasser carried. Ah. Meine Fresse, waren das viele Pullovias. Okay, das ist auf jeden Fall der scary Teil. Alter, mach doch deinen Fuß nicht dahin, Chantal, ey. Nee, Zementa. Mich voll erschrocken. So. Stunt Pullovia durch Schild durch? Ja, ne? Ich glaube, Schildblock bringt beim Pullovia Stun nichts. Weiß nicht, warum ich mein Schild hochhalte.
Voll chill. Dann hilft nur eins, dodgen. Sollte hier ein Pullover drin sein. Ich weiß halt auch nicht, ob hier überhaupt ein Pullover drin sein kann, ne? Da ist schon mal eins. Ein Sauvieh. Ach du Scheiße. Pfuh. Kommt ihr? Da! Ein Wölfen! Das ist jetzt kacke, die stehen da jetzt um die Ecke rum, ne? Das ist nämlich der Scheiß... Ah, das ist diese blöde Ecke, wo ich meinen Rex irgendwie rumkriegen muss. Aber dafür muss ich den Cryon und dann da rausschmeißen. Und dann muss der... Dann ist er auf sich selbst gestellt. Das ist das große Problem. Oh, oh Gott, meine... Du Mist. Warum hat er da gekämpft hinter der Ecke, die dumme Sau? Für sowas bin ich zu alt, ey. Was soll denn das? Jawohl. Okay. Und... Go. Oh. Nein. Das war's. Wie hat er mich runtergestunt? Nein! Nein! Wie hat er mich runtergestunt? Das kann doch nicht wahr sein. Ich war doch oben drauf. Nein. Ich war doch drauf. Ah. Das gibt's doch nicht.